Und damit wünsche ich dir ein herzliches Willkommen zu BioShock 2 Minervas, denn dem ersten und, soweit ich informiert bin, einzigen DLC, den es für BioShock 2 gab. Und ja, nachdem nun das Hauptspiel ein paar Tage hinter uns liegt, widmen wir uns jetzt dem DLC, bevor wir mit BioShock Infinite anfangen. Und in Minervas Den habe ich nicht wirklich viel gelesen, es soll aber anscheinend um die Alpha-Serie gehen oder so. Rund 2 Stunden Spielzeit habe ich auch irgendwo vernommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was uns erwarten wird, aber ich will es natürlich mit euch gemeinsam erleben. Und wir spielen natürlich auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel, so haben wir ja auch das Hauptspiel durchgespielt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, worum es gehen soll. Es soll ganz Rapture von einer sehr anderen Seite zeigen, vielleicht wirklich kurz, ja, weiß ich nicht, also irgendwas mit der Alpha-Serie soll gewesen sein, mit Forschungen und so weiter und so fort. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, vor allem wie lange wir dann wirklich hier drin spielen werden, ob das ein bisschen länger geht oder ob das nur so ein echt kurzer, knackiger DLC wird, weil die DLCs zu BioShock allgemein, auch bei Infinite, sollen ja recht ausführlich sein und auch eine interessante Story beinhalten sollen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Intro. Genau. 1968, Rapture. Subject Sigma nähert sich Minervas Den. Er darf den Finker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Einige Zeit später. So, und nun sind wir im Spiel angekommen. Wir spielen wieder mal einen Big Daddy. Aber das finde ich auch gut. Das passt halt sehr zu BioShock 2. Und wir heißen Subject Sigma. Also wir sind, ne, wahrscheinlich auch einer der ersten der Alpha-Serie. Und dementsprechend, ja, sind wir auf der Suche oder haben irgendwie zu Minervas Den vordringen wollen. Aber da hat uns jemand hier den Tunnel einfach vor der Nase weggesprengt. Und wir hatten keine Möglichkeit, irgendwie jetzt da weiterzugehen. Hallo? Bist du Sigma? Kannst du mich hören? Mein Name ist Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Okay, das ist schon mal, finde Charles Milton Porter. Das scheint schon mal unser erster Kontakt hier in BioShock Minervas Den zu sein. Und Doc Tenenbaum ist natürlich wieder auch mit am Start. Wir sollen einen Thinker irgendwo hin transportieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, nee, dass ich hier schon mal war. Ich bin mir nicht so sicher. Also Minervas Den sagt mir schon etwas. Ich glaube auch, dass wir das im Hauptspiel... Ach, guck mal, da liegt sogar eine Adam-Schnecke. Die nehme ich mal sofort mit. Hoffentlich kann ich sie einsammeln. Uiuiui, da habe ich bestimmt schon die ein oder andere übersehen, weil die sind aber auch echt schwer zu sehen, die Viecher. Vor allem, wenn man dann hier die Wege kreuz und quer lang geht. Aber ich muss schon wieder sagen, beeindruckendes Setting. Einfach, ich liebe BioShock 2 allein wegen diesem Setting. Oder allgemein die BioShock-Reihe, weil das wirklich super duper aussieht. So, immerhin schon mal unsere 20 ersten Adams eingesammelt. Ich habe sicherlich eins übersehen, vielleicht auch sogar zwei. Aber gut. Ich möchte jetzt auch nicht nochmal zurücklaufen, um zu suchen. Das nehme ich dann einfach mal in diesem Moment so hin. Also jemand wollte uns auf jeden Fall abhalten von Minervas Den. Wieso, weshalb, warum? Tja, das erfahren wir sicherlich noch. Ich bin... Huch? Oh je, ich habe ihm, glaube ich, wehgetan. Ich bin froh, dass wir
dass wir nochmal einen Big Daddy spielen, weil ich mag dieses Feeling, mit einem Big Daddy hier rumzurennen. Er ist stark, er ist groß und irgendwie ist das einfach eine ganz interessante Geschichte um die Big Daddies herum. Also wenn ich überlege, ich hoffe, dass Minerva Stan, ich sag mal, sehr eindeutig wird. Ach, guck mal, da oben ist noch eine. Weil ich fand Bioshock 2 schon ein wenig verwirrend, als ich mir dann das am Schluss nochmal so ein bisschen durchgelesen habe, als ich den letzten Part gemacht habe, hatte ich da auch dann schon wieder ein ganz anderes Gefühl bei und konnte das auch so ein bisschen besser verstehen. Aber an sich sind die Geschichten um Bioshock schon, interessante Kost, wo man wirklich durchsteigen muss, wo man jede Minute aufpassen muss. So, und hier ist die Luftschleuse für Minerva Stan. Dann aktivieren wir die mal sofort. Minerva Stan war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten, aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva Stan, aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. So, alles klar. Dann sind wir jetzt auch wirklich angekommen in Minerva Stan. Mein Spiel ist mir auch tatsächlich jetzt schon abgestürzt. Also der DLC Bioshock 2 ist irgendwie sehr, sehr absturzgefährdet hier. Alle paar Meter ist dann einfach mal das Spiel weg. Also nicht wundern, wenn ich mal danach spielen muss und so weiter und so fort. Oh, wir sollten hier vielleicht nicht im Wasser stehen, wenn hier elektrischer Strom fließt. Okay, dann hören wir uns jetzt nun den ersten Audiolog im neuen DLC an, dein Glied der Kette. Mr. Porter, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker, mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Okay, nun haben wir also auch den Segen vom guten Andrew Ryan erhalten bekommen, beziehungsweise der Mr. Porter, der hier anscheinend das Ganze gegründet hat. Und hier dieser DLC spielt ja zur gleichen Zeit mehr oder weniger wie das Hauptspiel. Es ist bloß wirklich ein komplett anderer Abschnitt von Rapture und das macht das Ganze so interessant. Ich glaube nicht, dass die beiden Handlungsstränge aufeinandertreffen werden. So, warte mal. Exit und Luftschleuse. Okay. Der Atlantic Express, der wird sicherlich zu sein. Ja, genau. Unsere Züge sind pünktlich, wenn sie es sind. Minerva Stan, Raptures Technologiezentrum. So, und da sehen wir es. Es gibt so drei vorherrschende Firmen anscheinend, die hier Minerva Stan zum Technologiezentrum Nummer 1 machen. Ich denke, alle drei werden wir im Laufe dieses DLCs sehen. Oh, da ist jemand. Hallo. Hallo und willkommen in Minerva Stan, der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Hallo, ich suche den Porter. Hallo? Ja, Kundenfreundlichkeit sieht anders aus auf jeden Fall. So, und hier, oh, hier stehen, oh, ich bin da reingelatscht. Oh, geh weg, beziehungsweise Finger weg. Das sieht nach einer sehr anspruchsvollen mathematischen Gleichung aus. Wer das löst bestimmt, der hat das Rätsel des Lebens gelöst oder so. Haben die Bioshock-Entwickler bestimmt extra so eingebaut. Aber da sollte ich wirklich drauf Acht geben. Hier sitzen halt in Minerva Stan die absoluten Hightech-Köpfe, die Intelligenzbestien hoch 10 wahrscheinlich im Technologiezentrum. Und wenn wir da was kaputt machen, machen wir uns wahrscheinlich direkt Feinde. Und das möchte ich eigentlich nicht. So, Central Computing, da ist die McClendon Robotics. Dann gibt es hier auch noch Rapture Central Computing und die Airtight Archives. Okay, alles klar. Ich denke mal, wir werden eh schon erwartet. Das hat bestimmt schon jemand mitbekommen, dass wir hier unten unser Unwesen treiben. Wie gesagt, wir sind ja... Huch. Was dringt da in Minerva Stan ein? Porters neuestes Spielzeug? Er will den Finker für sich. Aber, tja, alter Freund, die Maschine hat mich auserwählt. Reed Wall, den Namen kenne ich irgendwoher. Ich glaube nämlich, dass dieser nette Mensch derjenige war, der uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat vorhin und einfach diesen Übergang dort gesprengt hat. Uiuiui. Und da sind die ersten Splicer. 3, 2, 1 und los. Jawohl. So, kommt her. Wer nicht will, der hat schon. Reed Wall. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet, aber der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt.
Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva's Den. Ja, wahrscheinlich sind wir dann auf einer Art Rachefeldzug für den guten Porter, der sich jetzt so ein bisschen hintergangen fühlt. So, wir haben hier ein paar Käseküchlein und auch noch ein paar Chips, die füllen natürlich unsere Gesundheit auf. Ja, ich denke, das Ganze wird hier sehr interessant werden und wir haben sogar Telekinese als Plasmid, aber ansonsten scheinen wir nichts weiter zu haben. Nein, es gibt nur Telekinese, Electrobolt fehlt uns, damit würden wir aber hier eindeutig weiterkommen. So, oh. An der Medi-Station kann ich wieder hacken. Kann ich sie kaputt machen? Ja, tatsächlich. Oh, immerhin etwas. So, schade. Wir können sie nicht hacken und aber auch nicht benutzen. Und genauso sieht es hier mit dem Munitionsautomaten aus. Der Zugang ist uns verwehrt. Wahrscheinlich, weil, ja, der gute Reed hier die Fäden zieht. Meins. Ja, es stand ja auch Minerva's Den, aber da stand ja dann auch meins mit mein halt. Mein, denn halt mein. Also, dass er halt symbolisiert, dass das alles inzwischen seins ist. So, ja, meins. Finde die Lichtsteuerung, um in Minervas denn wieder das Licht zu aktivieren. Das werde ich gleich tun, aber erstmal möchte ich mich umschauen. Denn wir finden hier noch einen Audiolog. Thinkers Potenzial. Porter und ich, wir sind Partner. Aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Thinkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen. Und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter, ich habe gehört, wie er den Thinker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Thinker in einen Menschen verwandeln. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Okay, und damit wäre auch geklärt, was dieser Thinker ist. Und zwar ist das Verräter, das ist wahrscheinlich hier der Porter. Wahrscheinlich ist es dann eine Maschine, und die hier halb Rapture irgendwie so ein bisschen steuert, lenkt sie halt wahrscheinlich, ne, Technologiezentrum. Sie haben eine Supermaschine erfunden. Und hier haben wir einen toten Lancer mit einer Laserzelle und ein paar Dollars. So, ein Ionenlaser haben wir hier am Start. Ui, der sieht interessant aus. Drücke, um ihn abzufeuern. Oh ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Dann würde ich mal sagen, es werde Licht. Sieh dich an, Sigma. Du denkst, Porter sei dein Verbündeter. Aber der Thinker weiß es besser. Der Thinker weiß. Was weiß er denn? Rapture ohne Automatisierung. Von der selbstöffnenden Tür bis zur Rohrpost. Rapture Central Computing hält die Stadt am Laufen. Ja, nett. So, alles klar. Der Strom ist umgeleitet. Das sollte uns sehr helfen. Geh zu meinem Büro im Geschäftsleitungstrakt. Dort ist etwas, das wirst du brauchen. Mach schnell! Alles klar, alles klar, alles klar. Wir werden hier auf jeden Fall so ein bisschen gehetzt. Und ich kann euch jetzt schon verraten, das ist Eigentum von Reed Warrior, ja. Das ist hier bei dem DLC, aber auch möglich sein kann, jetzt können wir ihn hacken, dass wir Little Sisters erretten dürfen. Das habe ich nämlich schon gesehen. So, blauer Bonus, bla bla bla. Wir werden natürlich hier alles mitnehmen. Ganz entscheidend im DLC ist die Ionenkanone. Diese, was wir gerade hier ausgerüstet haben, die mit Lasern funktioniert. Aber das... Nee, das mache ich dadurch nur noch weiter kaputt. Da sollten wir vielleicht nicht dran. Aber bisher sind wir relativ stark, würde ich meinen. Also wir sind ganz gut unterwegs und ich werde mich natürlich... Was ist das Erfolgsgeheimnis von Rapture Central Computing? Der fortschrittlichste Rechner der Welt, der Thinker. Genau, und da wurde es nochmal angesprochen, der Thinker, der fortschrittlichste Rechner überhaupt. Da bin ich echt super gespannt, inwiefern der dann den guten Reed ausgewählt hat, was das alles genau heißen soll und was der Computer eigentlich alles so drauf hat. So, das ist der Reed Wall. Ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, genauso wie der Porter, denke ich mal. Aber wir sollten uns nicht vom äußeren bzw. ersten Eindruck täuschen lassen. Beide können gefährlich sein. Jeder kann sein eigenes Ziel für sich verfolgen. Ich höre Kameras. Ja.
Ui, das war knapp. Versteck dich vor der Sicherheitskamera. Ja, was denkst du, was ich gerade tue? So, du hast dich vor der Sicherheitskamera versteckt. You don't say, Captain Obvious. So, und da haben wir aber schon unser erstes Plasmid. Ich denke mal, dass wir das zum Kamerahacken brauchen. Ich schnapp es mir mal. Sicherheitskommando. Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture. Die feindliche Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. So, das lege ich mal sofort rein. Tricksen Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Alles klar. Oh. Drücke, um die Sicherheitsüberfall auf sich abzulenken oder Wegpunkte für die eigenen Bots zu setzen. Okay. Huch! Na, das war ja jetzt richtig chaotisch hier. Ich werfe es mal da hinten hin. Tatsächlich. So, jetzt will ich das gerne mal... Kann ich das hacken? Ja, kann ich hacken. Okay. Dann übernehme ich die Kamera mal schnell, damit die mich nicht weiter nervt. So, und damit würde ich jetzt aber auch sagen... Obwohl, nee, komm, wir machen 20 Minuten für den ersten Part. Ich denke, das ist ganz okay für Minerva's Den. Für so den Anfang. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wo das alles enden wird hier. Und ob wir tatsächlich einfach nur dann den Computer vernichten müssen oder was wir auch immer damit tun sollten. So, ich gehe mal dann natürlich hier lang. In die etwas unbewohnteren Gegenden. Oh, 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 Vorsicht. Ha, so. Das ist sehr geil. Also das habe ich ja auch im Hauptspiel so nicht aktiv gezeigt. Oh, das war sehr knapp. Die Möglichkeit, dass ich die hier ablenken kann. Aber umso cooler ist es. Schnelligkeitsschub. Erstes Gentonikum erhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkungen haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie zur Ausrüstung hinzugefügt werden. So, Schnelligkeitsschub. In der heutigen, gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als andere. Denk daran, dass du es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon, schneller als dein Nachbar zu sein. So, das rüste ich natürlich sofort aus. Das können wir gut gebrauchen. Ich würde einfach gerne mal hier, wenn die Möglichkeit sich ergibt, würde ich es bevorzugen, ja, extra Geld, bla bla bla, dass ich hier halt versuche tatsächlich das zu nutzen in Minerva's Den, was ich im Hauptspiel so nicht verwendet habe. Und dann einfach die Möglichkeit habe, hier tatsächlich ja so ein paar andere Plasmide zu zeigen. So, der Winker. Mr. Ryan hat mich engagiert, um einen Computer zu bauen, der eine ganze Stadt am Laufen halten kann. Das Rapture Operational Data Interpreter Network. Die Leute nennen es den Thinker. Und sogar hierfür haben wir die Kraft des Adams genutzt. So kann der Großrechner Daten in Gedankenschnelle verarbeiten. Mit anderen Worten, er denkt für uns. Ja. Und mit Vollendung des Independent Reasoning Prozessors für unabhängige Denkprozesse könnte er endlich auch für sich selbst denken. Haha, wenn Turing mich jetzt sehen könnte. Ja, das Problem an so einer künstlichen Intelligenz ist aber auch, dass sie sich völlig, so ein bisschen unvorhergesehen entwickelt und sehr eigenständig entwickelt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die beste Idee war, ihm Adam einzutrichtern. Tenenbaum kann dich mit einem Bonus-Tonikum ausstatten, wenn du die Protector-Prüfungen abschließt. Schließe alle Prüfungen ab und kehre zu einem Gatherer's Garden zurück, um das Meister-Protector-Tonikum zu erhalten. Diese Protector-Prüfung, die war auch bei diesem, das kann ich dann eventuell auch noch einmal, zweimal zeigen. Das war nämlich auch eine Option. Die Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Okay, armer kleiner Staubsauger-Bot-Mensch. So, optional zerstöre Staubsauger-Bots in Minerva's Den. Alles klar, das tun wir. Und ja, gut, was Nützliches ist jetzt relativ, ne? Wir haben genügend Eve, wir haben ebenso genügend Health-Packs. Dementsprechend brauche ich das. Sie stimmen nicht, aber sie müssen stimmen. Bei all der elektromagnetischen Strahlung. Hallo? Sind Sie da? Angeschaltet ist gelassen? Da irgendwas locker? Hände weg von den Dingen! Wo bist du hin? Oh.
Also an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, dass das Tonikum, das Plasmid, ist ziemlich geil. Vor allem, wenn man so ein bisschen Distanzkämpfe veranstalten kann, wie es jetzt hier gerade der Fall war. Da müssen wir, da können wir auch echt wirklich wunderbar Munition einfach sparen. Da müssen wir zwar ein bisschen aufpassen, dass das Ding nicht völlig amok läuft und wir dann da mitten im Feuergefecht stehen. Aber das ist schon verdammt cool und lenkt wirklich sehr, sehr gut die Aufmerksamkeit auf einzelne Leutchens, ohne dass wir da was für machen müssen. So, ich habe gerade den guten Whisky weggeschmissen oder was ist ja, der Whisky war es, habe ich gerade leider weggeschmissen. Aber was soll's, wir wollen ja sowieso uns hier nicht besaufen, sondern tatsächlich hier ein paar Erfolge feiern, indem wir hier herumrennen und den Thinker zerstören oder was weiß ich, was wir mit dem machen sollen. Ich denke, wir werden das noch erfahren. So, erstmal hier alles mitnehmen, was irgendwie von Bedeutung sein könnte. Geht's hier hinten weiter? Ja. Oh, ein kleines Lager für uns. Extra für uns hier bereitgestellt, damit wir hier ein bisschen plündern gehen können. Aber ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Was ist das denn? Ah, alles klar. Das ist natürlich auch sehr cool. Da sitzt einfach mal so eine kleine Schnecke in so einem lustigen Behälter hier. In einem so, ja, in so einem Einwegglas irgendwie so ein bisschen. Das finde ich cool. Da muss man hier auch so ein bisschen einfach mehr auf die Umgebung achten. So, und komm da hinten noch den blauen. Jawohl, sehr gut. So, extra Geld ist immer gut. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Art Forschungsfortschritt, Bonus, was auch immer haben. Ob wir hier vielleicht nochmal die Kamera bekommen werden. Das kann ich euch jetzt noch nicht erzählen. Denn ich bin genauso neu in diesem Spiel wie ihr. Hallo. Hey, du hast einfach meine Maschine kaputt gemacht, du Arschi. Aber sie hat treue Dienste geleistet, ohne dass ich irgendwas machen musste, hat sie ihn, treu wie sie war, noch zur Strecke gebracht. So, ihr Lieben, aber jetzt würde ich sagen, dass ich für diese Folge jetzt hier Schluss mache. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Mineris Den, dem DLC, direkt morgen wieder mit verrückten, in der Gegend herumfliegenden, verbrannten Leichen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage ciao.